Herzlich willkommen, liebe Leute, heute zu meiner zweiten Tour mit meinem neuen Pedelec, danach bezeichne ich es dann auch nicht mehr als neu, durchs Münsterland. Ich starte hier heute in Havixbeck, der Ort, in dem ich hier wohne, meine Wahlheimat im Münsterland. Und hinter mir seht ihr das Haus Havixbeck. Wunderschön. Liegt auch an der 100-Schlösser-Route. Kann man leider nicht besichtigen, ist Privatbesitz. War ich auch noch nie drin. Muss ich mal gucken, dass ich da nochmal irgendwie einen Blick reinbekomme. Und wie gesagt, hier starte ich heute meine Tour durch die Baumberge. Und die Tour heute heißt, habt ihr schon gelesen im Filmtitel, rund um Coesfeld. Das sind so 60 Kilometer. Und wie gesagt, zweite richtige Tour mit meinem Pedelec. Und ich habe ein bisschen was verändert am Cockpit. Und zwar habe ich ja diese Fronttasche von Ortlieb am Lenker. Und die richtige Halterung dafür hatte ich noch nicht. Zeige euch mal eben hier, was mein Problem bisher war. Ich wollte von meinem alten Fahrrad diese abschließbare Fronttaschenhalterung halt rüberbauen aufs neue Rad, aufs Pedelec. Problem ist nur, dass die Aufnahme vom Intuvia so breit ist, dass ich diese abschließbare Halterung halt nicht montiert bekommen habe. Ich habe noch diese alte Taschenhalterung, die nicht abschließbar ist, da drauf gezwungen sozusagen, muss die ziemlich auseinanderbiegen. Aber das ist jetzt auch nicht so das Richtige. Der Klemmmechanismus funktioniert dann auch nur mit ein bisschen mehr Gewalt, sodass ich mir jetzt hier diese originale Halterung für E-Bikes besorgt habe und die jetzt drauf gebaut habe. Und was ich noch verändert habe, ist das hier. Da habe ich mir so ein Adapterkabel besorgt, hier von Micro-USB auf Lightning, heißt der Anschluss ja bei Apple hier. Und so habe ich immer ausreichend Energie, um mein Smartphone damit zu laden, was ich bisher ja immer über eine Powerbank gemacht habe. Aber warum nicht die Energie vom E-Bike-Akku nutzen? Hier am Marienhof startet heute die eigentliche Runde. Das wären, wie gesagt, 60 Kilometer, 400 Höhenmeter. Und da werde ich mal schauen. Ich versuche eigentlich nur im Tour, beziehungsweise wenn es geht, auch im Eco-Modus zu fahren, um einfach die Unterstützung des Motors nur dann auszunutzen, wenn ich sie wirklich brauche. Also wenn es hoch geht und ich sonst in eine Sauerstoffschuld kommen würde, sprich die Luft wird knapp, die Beine tun irgendwann weh, das will ich halt vermeiden. Dafür habe ich mir das Pedelec geholt. Und das probiere ich heute mal aus und dann schaue ich mal, was mit der Reichweite so passiert. Wie weit ich mit dem Ding heute komme, beziehungsweise wie viel ich von meinem Akku heute verbrauche. Der Sitzkomfort übrigens jetzt mit meinem Rucksattel zusammen mit dieser Parallelogrammstütze von Santur hier unterm Sattel ist tippitoppi. Ist gerade so ein wackeliger Waldweg hier, also ich habe noch nicht so bequem auf dem Rad gesessen. Mit der Schleife hier. Das finde ich eine richtig tolle Sache. Das fällt mir in letzter Zeit hier in der Gegend immer öfter auf, dass man so kleine Verkaufsstände findet. Oder auch an den Höfen so kleine Automaten oder größere Automaten. Das gefällt mir. Thank you.
glaube, ich kann die Tour heute umbenennen, jetzt nach 10 Kilometern, in kulinarische E-Bike-Tour durchs Münsterland. Es ist das dritte Verkaufsständchen, das ich hier heute sehe, aber definitiv das am besten ausgestattetste. Guck dir das hier an. Coffee to go kannst du dir hier holen. Und was ich gerade gesehen habe, was ja ein Riesenproblem jetzt gerade ist in Corona-Zeiten, dass man keine Gaststätten hat und alles irgendwie zu ist, dass man hier auch auf die Toilette gehen kann. Tippitoppi. Also wenn ihr auch hier radeln wollt, das heißt hier Stevertal bei Nottun. Thank you.
nach jetzt 30 Kilometern wollte ich hier am Kloster Gerlewe eine schöne kleine Pause machen, aber es sind mir einfach zu viele Menschen. Es ist Wochenende und ich habe noch meinen Respekt vor unserer Pandemie. Habe natürlich auch heute meinen Fallsessel dabei, sodass ich mir so ein bisschen abseits von den Menschenmassen hier auch ein bisschen bequem machen kann.
bin jetzt mittlerweile hier in Coesfeld angekommen und hier in Coesfeld startet der Nogeros-Wanderweg. Den bin ich ja schon mal gewandert. Hier bin ich jetzt, ist mein Standort. Und dieser Hauptweg, diese lila Linie, sind 30 Kilometer. Den bin ich schon mal gewandert, allerdings hatte ich da keine Kamera dabei. Es geht dann insgesamt bis nach Tilbeck, ins Mordkreuz. Und wie gesagt, da hatte ich da keine Kamera dabei. Ich habe das ja gemacht, um da in Form zu kommen für meinen Mammutmarsch. Und ich habe ja immer noch als Spätziel sozusagen, wenn man mal wieder Großveranstaltungen da hat und da teilnehmen darf, diese 100 Kilometer Mammutmarschwanderung zu machen. Jedenfalls das hier war meine erste längere, allerdings wie gesagt ohne Kamera. Aber ich werde das nochmal machen demnächst. Mal mit Kamera nehme ich euch mal mit einen Tag auf den Nogerosweg. Mit unseren Kompaktkameras, mit den Brennweiten und auch erst recht mit den Actioncams haben wir immer Probleme, solche schönen Gebäude hier vernünftig aufzunehmen. Wenn ich gerade filme, habe ich die Kirche unten oder schräg nach oben. Das sieht dann auch immer so ein bisschen, naja. Und darum habe ich jetzt aufgerüstet. Ich habe mir nämlich für meine Kamera, meine Sony ZV-1, mir so ein Objektiv hier besorgt. Und das wird jetzt mal ausprobiert. Und siehe da, die ganze Kirche passt ins Bild. Ich werd verrückt. Wir machen das jetzt mal wie beim Augenoptiker. Einmal ohne Linse und mit der Linse. Tippidoppi gab es für einen schmalen Taler. Absolut bezahlbar, eine Weitwinkellinse. Das heißt natürlich richtig, ein Objektiv, nicht eine Linse, sind Linsen drin. Also ich habe mir ein Weitwinkelobjektiv zugelegt. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. To see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Gestartet bin ich die Tour heute ja mit einer Unterstützung im Tourmodus. Das war bei der hügeligen Landschaft da ja auch ganz angebracht, finde ich. Also das war easy peasy, da die Hügel hochzufahren. Mittlerweile fahre ich aber die ganze Zeit schon im Eco-Modus und das macht total Spaß. Ist der Motor auch deutlich leiser. Also ich finde, der ist nicht laut, aber man hört ihn halt schon. Ne? Wenn man das nicht gewohnt ist, nehme ich das schon noch wahr. Und so macht das richtig Spaß hier. Das ist der Beginn der Radbahn Münsterland, wo ich gerade hier fahre, wo die Radbahn noch nicht auf einer alten Bahntrasse verläuft, sondern noch praktisch dahin. Thank you.
Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Da oben ist ja der Paraglider. Und der wurde praktisch wie klassisch mit dem Kinderdrachen hier an der Schnur einfach hochgelassen gegen den Wind. Also hier ist irgendwie jetzt kein Hügel oder sowas, wo man abspringen kann. Das ist ja mal eine coole Sache. Was alle gibt. Das ist auch wieder eine richtig schöne Tour, die ich hier heute geplant habe. Aber ich will mich gar nicht erst mit falschen Federn schmücken. Auch diese Tour habe ich wieder auf der Seite von Münsterland Touristik gefunden, also www.münsterland.com. Und dort gibt es noch mehr Touren. Die letzte und diese hier gefallen mir schon super. Dann werde ich die anderen 7, die ich da gefunden habe, natürlich demnächst auch noch in Angriff nehmen. Thank you.
Bevor die Tour jetzt gleich zu Ende ist, fahre ich noch eben zu unserem neuen Bäcker im Ortskern und zeige euch, was der Tolles anzubieten hat. Liebe Leute, ich bin jetzt wieder in Havixbeck hier angekommen, wie gesagt beim Bäcker und hier wird das ja auch beworben. Lezentankstelle, ne? Vizeupladepunkt, Bike Charging Station, wird jetzt gerade ein bisschen durch die Spargelkiste hier verdeckt, in den Spargelstand. Hier sind die Steckdosen. Ich habe auch wie heute natürlich mein Testgerät dabei und dann schauen wir mal, ne, ob das hier auch funktionieren würde. Lämpchen sind grün, also kein Problem. Hier kann man sein Fahrrad laden. Beziehungsweise sein Pedelec. Und sich selber auch, ne? Ist ja ein Wecker. Kann man sich selbst da drin natürlich auch wieder nachladen. In diesem Fall muss ich das wahrscheinlich als unbezahlte Werbung hier deklarieren, weil ich jetzt hier Backhaus Jankort erwähne. Aber wie gesagt, hier ist der Fahrradladepunkt und ich finde, das darf man auch mal erwähnen, ne? Ja, liebe Leute, das war schon wieder für heute. Zeit, dass ich mich von euch verabschiede. Waren jetzt insgesamt 62 Kilometer, erkundig mal halb leer. Und ich habe den doch schon ein bisschen gefordert in den Steigungen. Da habe ich es mir selbst nicht schwer gemacht. Und das Ladekabel mit dem Intuvia und dem Handy als Navigationssystem hat auch super funktioniert. Nur ein bisschen gucken, dass ich noch auf dem letzten Meter überfahren werde hier. Ja, und wie gesagt, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mich ein bisschen zu begleiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, wenn euch der Film gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht habt, darf den Kanal natürlich gerne kostenlos abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss, euer Spobo.